Okay. Ja. Ja, ich habe einiges zu sagen. Also, ich wollte was ja, über Paul sagen. Ja, ich habe eine Sonnenbrille, weil ich habe im Moment so eine Lichtempfindlichkeit. Also, ne? Also nicht bös gemeint oder sonst irgendwas. Ich habe ein paar Stunden nicht geschlafen und das Licht blendet mich. Okay. So, ich wollte jetzt mal was loswerden. Und zwar, ich bin heute Abend in Paul sein Chat gewesen. Und ich habe bemerkt, dass Paul mich nicht nur ignoriert hat, nein, er hat auch meine Chat-Kommentare deaktiviert. Ja? Also, ich konnte schreiben, was ich wollte. Also, ich konnte schreiben, Tina, willst du mit mir einen Punkt, Punkt, Punkt? Also, ne? Also, das ist nicht böse gemeint. Also, ich sage das jetzt nicht so offen. Ich habe geschrieben, Paul, du bist ein Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Also, das, was du heute Abend getan hast, ja, dass du meine Kommentare sperrst, also dass du meine Kommentare unsichtbar machst, ja, für alle anderen. Das finde ich ein bisschen traurig. Und ich finde das auch ja, für deine Art von Demokratie ein bisschen lächerlich. Weil, Paul, du redest immer von Demokratie, von Meinungsfreiheit. Und ich habe bei dir heute im Chat die Meinungsfreiheit ist, ja, tot, ist tot. Ja? Wenn einer was Falsches schreibt, wird er gesperrt. Wenn einer was Falsches schreibt, wird er geblockt. Ja, ich wurde für irgendeine Sache, ja, die ich nicht verstehe, wo du mir auch überhaupt gar keine Anzeichen gegeben hast, du hast mich nicht persönlich angeschrieben und ich weiß, du kannst mich persönlich anschreiben auf YouTube. Das weiß ich. Du kannst mich. Nein. Du sperrst mich einfach in den Kommentaren. Was ist denn das für eine Scheiße? Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich fühle mich dabei echt total beschissen. Also ich habe da einige Sachen geschrieben, die waren so obszön. Also ich glaube, du konntest das lesen. Aber die Chat-Kollegen, die konnten das mit Sicherheit nicht lesen. Weil sonst hätten die mich schon längst gesperrt. Tja. Ist einfach, ja, ich wollte, ja, gut. Ich will einfach nur wissen, was das soll. Also, wenn du mich sperrst, oder wenn du sagst, ja, Holger, bei mir kannst du nicht mehr schreiben, ja, dann kannst du mir das auch irgendwie persönlich schreiben. Also, jetzt persönlich auf meine PN oder auf meinen YouTube-Kanal oder sonst irgendwas, damit ich überhaupt weiß, was los ist. Aber wenn du mich jetzt in deinen Kommentaren sperrst, und ich nicht weiß, warum. Ich habe ja gar nichts falsch gemacht. Auch am Freitag, wo ich geschrieben habe, habe ich nichts falsch gemacht. Ja gut, ich habe dich namentlich nicht erwähnt. Okay, tut mir leid. Ich habe nicht gesagt, ja, guten Abend, Paul oder sonst irgendwas. Aber deswegen sperrt man doch niemanden irgendwie von der Kommentarliste. Was soll denn das? Ne? Ich habe heute Abend geschrieben, ich habe auch guten Abend, Paul, habe ich auch geschrieben. Aber das kannst du ja gar nicht lesen, weil du mich ja von deiner Kommentarliste irgendwie geblockt hast. Kann ja kein Mensch lesen. Deswegen frage ich mich, was das soll. Also wie gesagt, das ist jetzt so eine kleine Ansage an dich, ne? Also nicht bös gemeint. Also auf keinen Fall bös gemeint. Nein, 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 auf keinen Fall. Aber ich möchte nur wissen, warum du meine Kommentare sperrst, wenn du sagst, für mich ist Demokratie, das Meinungsrecht, das größte Gut. Das hast du mal gesagt. Und dann sperrst du meine Kommentare. Ja, das hat doch mit Demokratie nichts zu tun, oder? Das musst du mir mal erklären. Ja, wenn du sagst, die Demokratie, das Meinungsrecht ist das höchste Gut. Ja, gut. Ich habe mal meine Meinung gesagt und du sperrst mich. Ja, du sperrst mich in den Kommentaren. Ich kann schreiben, was ich will. Ich habe geschrieben, fick dich, leck mich am Arsch, Paul, bla bla bla. Habe ich alles geschrieben. Als Test. Nur als Test. Nur als Test. Und ihr habt alle nicht darauf reagiert. Die ganzen Leute, die im Chat waren, haben alle nicht reagiert. Ja, deswegen bin ich auf den Punkt gekommen. Ja,
dass du mich in den Kommentaren einfach rausgehauen hast. Also, du hast mich einfach gesperrt. Also, für deine Chatmitglieder nicht lesbar. Und ich hatte einige Leute gegrüßt, ja, die ich kenne, die ich kenne. Aber sie haben nicht geantwortet, weil sie nicht antworten können, weil du mich gesperrt hast. Und ich möchte gerne den Grund wissen. Ja? Entweder machst du mir ein Antwortvideo oder du kannst mir das auch unten in den Kommentaren schreiben. Ist mir vollkommen egal. Kannst du auch machen. Aber so geht Demokratie nicht, Paul. So geht das nicht. Ja? Also bei mir ist alles erlaubt. Bei mir kann jeder schreiben. Ich habe gestern einen Hangout gemacht. Und da hatten wir 20.000 Trolle und ich habe niemanden geblockt. Die haben alle Scheiße geschrieben, mit mir scheißegal. Das ist mir vollkommen egal. Lass die Leute doch schreiben, was sie wollen. Ja? Aber du kennst mich, also jetzt nicht persönlich, aber vom Bild her kennst du mich. Ja? Und du löscht, und beziehungsweise du sperrst meine Kommentare. Du lässt sie gar nicht durchgehen. Ja, wo ist denn da Demokratie? Da musst du mir mal Demokratie erklären. Ja? Weil in deinem Mund sagst du immer, Demokratie ist das höchste Gut. Ist das höchste Gut. Ja, das hat Meinungsfreiheit. Ja, das ist Meinungsfreiheit. Und wenn ich irgendwas geschrieben habe, nein, du hast am Freitag auf Samstag, hast du zu mir gesagt, weil ich was irgendwas geschrieben habe und ich habe dich nicht gegrüßt. Und da hast du zu mir gesagt, du hast deine Chance vertan. Du hast mich nicht gegrüßt. Das ist doch so, was ist denn das? Ich bin noch nicht auf dich eingegangen. In dem Chat. Ich bin auf andere Chatmitglieder eingegangen. Wenn du, pass auf, Paul, wenn du ein Chat zur Verfügung stellst, ja, dann muss ich doch nicht auf dich eingehen. Wenn ich jemanden sehe, den ich kenne, und ich sage jetzt zum Beispiel, ja, guten Morgen, Tatwaffe, alles klar, ja, und du mich aufgrund dessen rausschmeißt, weil ich dich nicht gegrüßt habe, ja, was ist denn das? Was hat denn das mit Demokratie zu tun? Hallo, du gibst doch deinen Chat frei. Du gibst doch deinen Chat frei. Du könntest auch das Bild von dir wegmachen, ja, wenn du redest. Ja, es ist, ne? Aber im Chat, wenn ich jemanden im Chat grüße, dann ist das doch meine Sache. Das ist doch meine Sache. Das hat doch nichts mit dir zu tun. Aber du hast mich aufgrund dessen, hast du mich gesperrt. Du hast mich gesperrt aufgrund dessen, weil ich nicht Hallo, Paul, und weil es der Teufel gesagt hat. Hallo an dem Chat, hallo an alle und so. Ja, kann ich nicht ganz verstehen. Mann, ich bin 43, ich werde jetzt 44 Jahre alt. Du bist 60 oder 61. Hallo? Ne? Man kann sich auch im Alter, vom Alter ein bisschen benehmen, oder? Ich meine, ich bin nämlich ja auch. Ich kann auch nicht alles sehen. Ich sehe auch nicht alles, was irgendjemand schreibt in meinem Chat. Oder sonst irgendwas. Ne? Aber dass du aufgrund der Sache, ich habe meine Chance vertan, also ich, Holger Stöber, habe meine Chance vertan, weil ich den nicht gegrüßt habe. Und deswegen sperrst du meine Kommentare. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Meinst du das nicht auch? Also ich finde das absolut lächerlich. Und tja, was soll ich noch weiter sagen? Also, ich finde es dödelig. Also, es ist total bescheuert. Total bescheuert. Ich schreibe in deinem Chat und keiner kann mich lesen. Also hast du mich doch intern in deinem Chat geblockt. Oder nicht? Aber ja gut, musst du selber wissen. Aber ich wollte nur mal ein bisschen ins Gewissen reden. Und wenn du das Video siehst, ja, von musst du mal runtergucken. Da ist das Video. Das ist. Ja, knapp 2 Stunden oder so. Nein, das ist reine Satire. Reine Satire, aber nicht bös gemeint. Ne? Weil es gibt auch andere Menschen, die sagen auch immer, es ist alles Satire. Alles Satire. Alles ist erlaubt und nichts ist verboten. Sag ich immer so. Ne? Aber wenn du Bock hast, kannst du es angucken. Vielleicht findest du es auch lustig. Vielleicht kannst du auch drüber lachen. Aber wie gesagt, ich kann über deinen Chat nicht lachen, weil ich das irgendwie scheiße finde. Ich will mich mit Leuten in deinem Chat unterhalten und ich kann es nicht. Also, die Erklärung, pass auf, tust du mir einen Gefallen, kannst du unter meinem Video einen Kommentar abgeben, ist mir auch egal,
Du kannst mir auch ein Privatvideo schicken, ist mir auch egal. Aber wenn du mir erklären kannst, warum du mich im Chat geblockt hast für irgendeine Sache, die sowas von lächerlich ist, ja, dann erklär es mir. Also ich verstehe es nicht. Also keine Ahnung. Also wie gesagt, also ich bin mit dir nicht im Streit, du bist mit mir nicht im Streit, aber ich möchte trotzdem irgendwie wissen, warum ich in deinem Chat nicht schreiben kann. Ich meine, eine kleine Erklärung wäre vielleicht nützlich. Nicht nur für mich, sondern auch nur für alle anderen, ne, die eventuell mitlesen oder weiß der Teufel. Ne? Aber wie gesagt, ich bin nicht nichts Böses gegen dich, Paul, oder sonst irgendwas, aber ich möchte eine Erklärung haben, warum ich in deinem Chat schreiben kann, was ich will, und es liest keine Sau. Ne? Das war nur ein Test, wo ich geschrieben habe, ihr alle könnt mich mal ...... oder sonst irgendwas. Ich habe das jetzt nicht ausgefüllt. Ne? Aber es hat eh keiner gelesen. Es konnte ja keiner lesen. Alles, was ich schreibe, kann keiner lesen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Paul, ob du das lesen kannst, was ich schreibe. Aber ich habe auch Klaus Bärbel versucht zu grüßen. Und ich kann es nicht, weil ich in deinem Chat nicht schreiben kann. Also, wenn du mich offiziell gesperrt hast, dann schreib mir doch bitte auf meinem YouTube-Kanal. Ne? Holger, ich habe dich gesperrt. Bei mir kannst du nichts mehr schreiben. Dann weiß ich wenigstens Bescheid. Aber wenigstens eine kleine Begründung. Also eine kleine Begründung hätte ich schon gerne. Ja? Weil ich weiß nicht warum. Also ich weiß nicht warum. Ja, das war es eigentlich. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Das lag mir irgendwie am Herzen. Ich wollte das eigentlich mal loswerden. Ne? Also Paul, schreib mir irgendwie unten in die Kommentare, warum ich bei dir textmäßig gesperrt wurde. Und wenn du mir das erklären kannst, alles gut, aber nicht ohne Begründung. Also eine Begründung will ich schon haben, weil böse bin ich nicht. Das weißt du auch selber. Ich bin nicht böse. Ja? Und das Video, wenn du es schon geguckt hast, da, diese Parodie, das hat nichts mit böse sein zu tun oder sonst was. Das ist reiner Sarkasmus. Und sarkastisch, Paul, musst du auch sagen, bist du auch. Du bist auch ein sarkastischer Mensch. Aber Sarkasmus ist ja noch so wie Humor. Ja? Also man kann Sarkasmus mit Humor gleichstellen. Also nicht missverstehen, nicht falsch verstehen oder sonst irgendwas. Aber wenn du mir sagen kannst, warum du mich gesperrt hast, dann, ja, dann wäre ich schon zufrieden. Aber es hat mir heute Abend keine Ruhe gelassen. Ich wollte das einfach mal wissen. Ich habe 20.000 Sachen in deinen Chat geschrieben und keiner konnte es lesen. Also keiner hat geantwortet. Also dann möchte ich gerne eine Antwort von dir haben. Und ja, das war's eigentlich. Gibt es noch was? Nö, eigentlich nichts. Also Shalom, Cirillo und das war's.